Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Drag Mary. Heute mal mit Käppi und Handschuhen und einem neuen Format auch noch, und zwar die News. Ja, also die News werden wahrscheinlich jeden letzten Mittwoch im Monat sein. Ich weiß, es ist jetzt Anfang des Monats, aber ich möchte das dann nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr kommt auch noch eins, immer jeden letzten Mittwoch im Monat machen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Nicht so wie die Tierinfo-Videos, die habe ich ja nicht hinbekommen. Naja, schauen wir mal. Also das ist so der Plan. Okay, also ich werde auf jeden Fall immer mit den schlechten News anfangen, außer ihr wollt das nicht. Müsst mir das in die Kommentare schreiben, was ich verbessern kann, verbessern soll. Auf jeden Fall fange ich mir jetzt in diesem Video mit den schlechten an und dann komme ich zu den guten bzw. zu den nett zu wissen Sachen. Ein Fakt ist, also was jetzt Wissenschaftler herausgefunden haben, ist sehr interessant, aber kommen wir später dazu. Jetzt haben wir mal etwas eher Trauriges, und zwar in Athen, in Korinth. Also in Korinth, in der Nähe von Athen, so. In Griechenland wurde ein 2 Wochen alter Welpe gefunden in einem Müllcontainer. Zuvor wurden ihm aber die Beine und die Ohren abgeschnitten. Er war voll mit Flöhen und Blut. Passanten haben den Welpen gefunden, aber die Tierärzte konnten leider nichts mehr für den Kleinen tun. Die Polizei dürfte schon Hinweise haben, aber sowas herauszufinden ist immer schwierig. Vor allen Dingen ist das ja auch kein Einzelfall in Griechenland. Also ja, die armen Griechen. Ja, die zweite News geht um einen Hund namens Tango. Er ist ein Straßenhund, der leider auf ein paar Verbrecher gestoßen ist, die ihm, anstatt ihn zu streicheln, ihm einen Feuerwerkskörper an die Schwanzwurzel geklebt hatten und angezündet. Natürlich hat ihm das ziemlich viel Muskelfleisch weggerissen, wie man sich vorstellen kann. Er hat natürlich große Schmerzen, ist zwar in tierärztlicher Behandlung, aber wie das halt so ist, wer zahlt für einen Straßenhund? Deswegen ist auf der Seite auch ein Spendenkonto. Ich möchte niemanden dazu aufrufen zu spenden. Ich möchte nur auf sein Schicksal hinweisen, wie er schon das mit dem süßen 2 Wochen alten Welpen war, wozu Menschen fähig sind. Das wissen ja viele leider nicht. Auf jeden Fall, ja. Ja. Das, was mich jetzt sehr beschäftigt, was Ende letzter Woche in Facebook und überall gestanden ist, kommt mir das grausen. Sie nennen es 3-Schreie-Menü. Chinesische Restaurants serviert lebendige Mäusebabys. Und ich, als jemand, der früher bzw. jetzt immer noch gern Mäusebabys aufzieht, ist das nicht schön. Da gibt es dazu sogar ein Video. Alle Links sind übrigens in der Videobeschreibung, wo ich meine Infos her habe. Nicht, dass ihr fragt, woher ich das habe. Ist alles in der richtigen Reihenfolge in der Liste unten. Wieso das Menü 3-Schreie-Menü heißt? Die Maus wird mit dem Stäbchen gepackt. Da quiekt sie zum ersten Mal. Die Maus wird in die Soße getunkt. Wirklich. Sieht man auch im Video. Da quiekt sie zum zweiten Mal. Und die Maus wandert in den Mund. Da quiekt sie zum dritten Mal. Ja. Im Video sieht man sogar, wie die Maus im Mund verschwindet. Also wer sich das ansehen will, ist nicht besonders schön. Ja. Ehrung für den Feldhamster. Die Schutzgemeinschaft Deutsches Wild hat den Feldhamster zum Tier des Jahres 2016 gewählt. Das nachtaktive Nagetier wurde somit schon zum zweiten Mal ausgezeichnet, denn bereits im Jahr 1996 erhielt der Feldhamster den Titel Tier des Jahres. Puh, da war ich erst 2 Jahre alt.
Ja, habe nicht viel davon mitbekommen. Ja. Ja, und dann nett zu wissen. Und zwar Mehlwürmer. Viele von uns Tierhaltern haben lebende Mehlwürmer zu Hause. Als Eiweißlieferant. Ich habe dabei nur Heimchen, aber ich werde mir jetzt vielleicht auch wieder Mehlwürmer zulegen. Und zwar in einer Universität der haben sie an Mehlwürmern getestet, beziehungsweise haben sie herausgefunden, dass sie Plastik zersetzen können, ohne daran Schaden zu nehmen, was ja von uns keiner kann. Aber es dauert leider sehr lang. Und zwar brauchen 100 Tiere circa einen Tag für 40 Milligramm Styropor. Styropor ist auch Plastik, ja. Also das dauert relativ lang. Und wir Menschen verbrauchen wesentlich mehr als das am Tag. Aber wichtig ist für die Wissenschaftler der Prozess. Und das wollen sie jetzt revolutionieren. Die chemischen Vorgänge, bla bla bla. Ja. Ihr könnt euch das genauer mit Enzymen und Bakterien und allem möglichen. Ist der letzte Link in der Videobeschreibung zu den News. Ja, das war's. Das war der erste Teil von meinen News. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Verbesserungsvorschläge bitte unten in die Kommentare. Ich stehe übrigens vor den Hamstern. Die werden auch noch vorgestellt. Beziehungsweise ist derweil ja nur die Tinja da. In der orangenen Box. Aber bald zieht bei mir noch ein zweiter Hamster ein, da oben in Rot. Ja. Ja, ich habe da hinten, die Kappe hat nicht nur ein Gesicht, sondern hat hinten auch was. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sage ich mal Tschüss, bis Freitag.